ich einfach schwere Rüstung anziehen. Kannst du machen. Aber sind denn deine Waffen überhaupt so für schwere? Bist du skilled auf schwere Waffen allgemein? Wieso schwere Waffe? Ich habe da einfach nur schwere Rüstung. Ich kann dann als Magier einfach eine dicke Rüstung anziehen und krieg dadurch halt nicht so viel auf die Fresse. Wie denke ich Aus meist auf die Fresse? außerdem ignorieren mich halt Gegner, wenn ich eine hohe Rüstung habe und gehen dann halt eher, weißt du, wenn du eine mittlere Rüstung hast, mich eine schwere, würden sie eher halt auf dich gehen als auf mich. Ja, verstehe, verstehe. Und dadurch, dass ich schon mittlere Rüstung habe, könnte ich auch auf starke, also auf schwere Rüstung gehen. Und dann hätten wir auch jemand, der schwere Rüstung tragen kann. Weil ich glaube, ich bin der Einzige in der Gruppe, der schwere Rüstung tragen kann dann. Bis jetzt ja, denn ja. Ich habe halt nur Angst, dass halt dann die gute Rüstung, also mit guten Effekten für mich zum Beispiel, dann eher nur mittlere Rüstung hat. Aber es kann natürlich auch wieder andersrum sein und man kann sagen, es gibt dann eventuell gute schwere Rüstungssachen, aber keiner kann von uns die richtig tragen, weil wir halt keine schwere Rüstung tragen. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, mach schwere Rüstung, mein Gott. Außerdem gibt es noch was anderes, wo du sagst, ja, okay, das ist auch ziemlich geil. Ja, ne, ich hätte noch eins, wo es sagt, wenn jemand einen Zauberspruch, also wenn ein Gegner einen Zauberspruch bei mir in der Nähe macht, dann kann ich auch einen Zauberspruch machen und ihn angreifen. Was aber sehr spezifisch eigentlich ist. Hier gibt es noch Schildmeister. Du erhältst Bonus Geschicklichkeitswürfe, wenn du ein Schild führst, dann neuen Zauber. Ich Ist das nicht Diebstahl, was du da gerade machst, was du da aufhebst, oder? Ja. Ja, warum klaust du? Achso, Hier bei ist dir ist doch es nicht keiner. schlimm, wenn du klaust. Ja, Ja, okay. okay. Hier ist doch keiner. Kann ich doch alle klauen. Können wir doch looten, wenn wir die schon getötet haben. Ja, Mord ist eine Sache, aber Diebstahl, Digga. Ist doch kacke, wenn wir in den Knast kommen und dann heißt es so, ja, warum bist du im Knast? Naja, ich habe jemanden getötet. Und was hast du gemacht? Na, ich habe Leichen ausgenommen. Deswegen bin ich im Knast. Ist auch Kack-Story irgendwie. Nö. Nope! Kommt drauf an, was man findet. Du hast dich auch letztens schon geskillt, ne? Ich habe mich schon geskillt, ja. Ich bin überladen. Du kannst an mir ein bisschen was ins Inventar reinprügeln, wenn du magst. Du. Jo, mach ich gleich. Pfeiler braucht noch eine Minute oder was? Brennen der Hände würde mich auch mal interessieren, wie das ist. Jedes brennbare Ziel wird mit 3 bis 18 Feuerschaden getroffen. 5 Meter Reichweite, also ich muss dann wirklich. Ah, okay. Aber muss ich ihn mit meinen Händen berühren oder reicht auch ein Schwert? Kinder soll ich noch mal. Ach komm, ich nehme die schwere Rüstung mit. Aber ich kann natürlich auch Zaubersprüche mitnehmen, aber ich habe bis jetzt, ne? Zaubersprüche wären natürlich auch krass. Also drei Zaubersprüche, aber hier. Warte, der Kleriker hatte was? Der hat. Du bist ein Vorteil. Macht Schaden. Licht. Halben Schaden. Dann Radius. Hier. Wunden verursachen. Oh, das wäre natürlich unkrank. Oh. Ah. Da bin ich wieder. Oh, haben wir es geschafft. Tja.
Hab hier noch einen Helm für dich, David. Packe ich dir mal rein. Weil ich gerade gefunden. So, David, kannst du mich nochmal einladen? Ja. Stehen wir alle, dann mache ich auch mal kurz Anmut. Okay, ich mach's doch anders. Ich nehme noch vom Kleriker noch Fähigkeiten. Oh, Kleriker ist auch gut, ja, habe ich auch. Weil deine Attribute zum Zauberwirken ist bei allen drei Zaubern Weisheit. Weisheit habe ich. Da habe ich einen Stern drauf. So, ich hab dir jetzt erstmal alle drin gekloppt hier, Jusen. Ja, ich sehe schon. Halbe Schädel, ganze Schädel. Naja, du willst doch deine Sammlung vervollständigen, oder nicht? Jetzt brauche ich nur noch ein Viertelschädel. Dann habe ich einfach mein Panini-Heft voll. Mimimi-Heft? Wie ist das? Panini, oder? Panini. Panini? Ja, damals die Pokémon-Karten, Fußballkarten war immer Panini-Sammelheft. Durch den Talisman der Absoluten habe ich jetzt Heilung. Auch geil. Ich kann jetzt mich um 5 Punkte heilen. Aber nur selbst oder kannst du auch andere heilen, die in der Umgebung Nee, nur mich sind? selber. Okay. So, meine David. Lieben, wir sind auch da. Sehr schön, hi. Hallöchen. Na, Peil hatte noch ein ziemlich geiles Schild, Alter. Kriegsschild der Absoluten. Du hast diesen Ring der Absoluten. Den Talisman der Absoluten. Talisman, ja. Die Absoluten scheinen ja ziemlich heftig unterwegs zu sein. Achso, das haben doch irgendwie auch die Goblins gesagt, die angegriffen hatten, oder? Da, wo wir bei diesem Stadttor am Anfang waren. Die haben auch irgendwie die Absoluten angebetet, oder? Alter, hat nicht so. Keine Ahnung. Geh mal links auf Zaubertricks. Da kannst du erstmal einen neuen Zaubertrick machen. Safe. Ja. Ganz links. Ganz links. Da bin ich wieder. Hey, Peiler Genau, muss da noch habe skillen, ne? ich. Jupp. Genau. Da habe ich jetzt bei den Zaubertricks halt die Säurepfütze. Alles, was unter 10 Schaden ist, ist Müll. Gift versprühen, aber auch nur 3 Meter. Ja, da musst du sehr nah rangehen, das habe ich auch. Ist nicht so. Ja, dann beiden, die ersten, die waren 18 Meter. Klingenbann. Nee, hab ich. Oder? Ja, hab ich. Brauchst du nicht. Freunde. Nee. Wo ist Tanzende klar? Lichter. Ist nur Licht, ist auch Müll. Nee, ist es nicht. Umso heller es zum Beispiel in einer Höhle ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch treffen, wenn die Gegner weiter weg sind. Ah, Wenn aber es du in hast der Höhle einfache scheiße dunkel Auswahl ist und wir und. haben kein Licht da oder machen keine Fackel an, dann. Ich habe auch. Obwohl, habe ich eine Fackel bei? Eigentlich hast du immer eine bei. Also, bis jetzt hattest du keine bei. Ich habe. Wo kann ich das machen? Ja, ich habe eine Handfackel. Was hast du gerade markiert, Shaolin? Nischt. Licht gibt's denn halt noch? Aus Versehen. Aber da, wo du bist, Ein da müssen wir auch Objekt, lang, eine oder Aura was? aus Licht. Hier ist ein Loch auf jeden Fall, ja. Ich habe eine Wahrnehmung. Einfache. Oh, ich habe eine vergoldete Truhe gefunden. Das habe ich, glaube ich, heute irgendwie gelesen. Es gibt ja auch irgendwie diesen Zauber, so ein Anti-Falz-Zauber oder wie der heißt.
Da kannst du, egal wie weit oben du bist, du kannst dich einfach runterfallen lassen und dann schwebst du einfach. Also, landest du entspannt unten. Na, das habe ich ja auch schon. Aber das Ding ist, bringt ja nichts, wenn nur einer das hat. Dann müssen wir es alle haben. David, was soll ich denn dann machen? Oh, weiß ich nicht. Muss mir ja einen aussuchen. Ja, das Gift war ziemlich nah dran. Dieser Zauber kann mit mir im Vorteil. Fortnite? Ja, oh, bei der Säureblase ist halt der Vorteil, dass der dann auf dem Boden liegt, ne? Na naja, gut, dann nimm das, ja. Dann hast du da zwar nur 1 bis 6 Schaden, aber im Umkreis halt. Aber bei dem Schock, da stand auch noch irgendwas dazu. Ja. Das Ziel kann keine Reaktion ausführen. Wäre natürlich auch wieder cool. Aber das ist... Nee, das ist Nahkampf, das ist Müll. Das ist Müll. Und das Necro, okay, naja, du kannst ja beim Necro hast du halt den Vorteil, dass das Ziel sich danach nicht heilen kann, was ja eventuell auch ganz praktisch ist. Ach nee, ich bleib bei Flächendamage. Ich nehme mal die Säure. Säure habe ich glaube ich auch noch nicht. Das ist ganz genau. Gut, entdeckt man das auch schon mal ab. Dann links, gut, dann oben links weiter. Zauber. Ach, heilige Scheiße. Ist egal. Hier ist auch noch eine Tür. Guck einfach, was das meisten Schaden macht. Du bist ja unser Damage-Dealer. Guck einfach kurz rüber, ob du eins findest mit sehr viel Schaden. Bringt die Sichtweite eines Gegners für 10 Züge ein. That might be worth a look. Verwimmern. Angreifer sind bei Angriffswürfen gegen dich. Im Nachteil. Dolchwolke. Okay, knacken wir mal das Schloss. 4 bis 6. Oh Gott. Was? Leider die Dolchwolke nicht. Ist doch gar nicht so schlecht. Macht 4 bis 16 Schaden. Und die Wolke, also ist eine Wolke aus Dolchen, die rotiert, die bleibt aber 10 Züge lang. Und wirbelt die ganze Zeit. Jetzt sollten wir die Schaffen haben. Muss aber überlegen, ist Stufe 2 Zauberspruch. Also. Ja, ja, klar, relativ kann ich den teuer. Nur einmal machen. Na, ich kann es mittlerweile schon dreimal. Öffnen. Okay. 272 Gold. Alter. Dunkelheit ist ja klar. Absicht ist ja auch klar. Josef? Gedankenwahrnehmung. Du kannst diese ganzen Sachen hier looten. Ja, das ist aber Diebstahl, ich will nicht klauen. Mach doch. Hier ist größer verkleinern, hat der Dings. Das ist die Dingswolke. Personen festhalten. Rauchpulver. Das habe ich schon. Das brauchst du. Okay. Umsäbel. Klopfen. Soll ich einfach alles mitnehmen zum Verkaufen denn, oder was? Ja, ja. Öffne ein Objekt, was verschlossen ist, aber das macht alles Alex. Magisches Schwert. Das Nahkampf kann weg. Ja. Melf Säurefeil. Oh, 24 ist ja nicht schlecht vom Schaden her. Habe ich auch. Macht genauso viel Schaden. Dann machst du das. Beaglebild. Okay. Igelbild. Nebelschritte ist ja auch klar. David, ich pack dir mal. Geisterhafte Kraft. Pack dir mal Pfeile rein, ja? Ich habe 2 Pfeile gefunden. Oh, okay, nice. Du bist ja eher Fernkampf. Sie. Okay, tippitoppi. Welche? Hier drüben ist eine Felsspalte, ne? Sengender Strahl. 6 bis 36. Schleuder, 3 Feuerstufe. Strahlen. Jeder Strahl bewirkt 2 bis 12 Schaden. Weißt du, man kommt da durch, oder was? Nie im Leben passe ich da durch, sagt er. Aber vielleicht Peilers Krabbe. Peilers Krabbe, oder wir müssen die ganzen Fässer, die hier sind, vielleicht da hinstellen und einmal explodieren lassen. Verbersten. Das kann auch sein. Fügt allen Kreaturen und. Weil warum sollten sonst diese ganzen Fässer hier sein? Kreaturen aus. Das kann auch sein, ja. Ohnischem Material. Und hier, und was ist? Sind bei Rettungswürfen im Nachteil. Das ist keine Tür hier, oder was? Das ist nur ein Türrahmen, ohne dass man das dahinter laufen kann. Auch wieder flächendeckend. In der Nähe. Das heißt ja, das ist ja. Netz. Das habe ich auch mit meiner Spinne. Brauchen wir nicht. Du bist ein Lagerlogist, Alter, sehe ich schon. Okay, das braucht man nicht so. Personen bezaubern, das ist ja klar, was das macht.
Kugel. Leute rein. Schwer. Aber schau mal, Shaolin, da wo ich gerade stehe. Alter, da in dieser Türrahmen, meinst du, da geht's nicht weiter? Gar nicht so schlecht, oder? Kannst du die kannst du bewegen? Die klingt auch nicht so schlecht, ja. Wie denn? Jetzt Alt drücken und dann kannst du die Kisten bewegen. Wenn du bis zu 33 Punkte kriegst. Chillig. Ja, ist für Einzug. Selbst Verkleidung ist auch egal. Nee, kann man nichts machen. Rauscherrückzug. Oder wir müssen das hier aufsprengen. Sein mehr Rückzug, so gesehen. Kann auch sein. Falsches Leben. Es sieht so aus wie eine Tür halt. Wir können ja noch ein paar Kisten da vorstellen. Geh mal da weg. Okay. Dass ich die da hinstellen kann vielleicht. Der Fall ist klar. Nee, da kann man nichts verbessern. Kann ich nicht hinstellen. Klar. Lange Sprinten ist okay, klar. Aber die Kisten standen doch auch da. Ja, aber ich kann die da nicht hinstellen. Du kannst ja probieren, das Fass da hinzustellen. Das ist wieder in Stufe 1. Naja, ich weiß. Strahl der Übelkeit. Kotze ich dem Gegner einfach ins Gesicht oder was? Ich konnte die da jetzt nicht hinstellen. Gut. Ja, du kannst die nicht auf einmal, du musst ein Zwischending setzen. Ich nehme die da. Und. Sag mal noch die Kugel, ne? Ach so. Wow. Und das Netz halt auch ganz. Aber das hast du gesagt, hast du. Ja, da muss ich mir nur eine Spinne verwandeln. Aber das ist im Endeffekt nur ein Fleck auf dem Boden, der einen mehr oder weniger einspinnt. Aber wenn du Pech hast, läuft er trotzdem einfach durch. So geil ist das leider nicht. Physik kennt das Spiel auf jeden Fall. Nice. Jetzt Talente. Was wäre denn hier noch clever? Oh, da habe ich keine Ahnung. Also entweder machst du Magie für den Zauber, also hier Magie, Zauberer, dann kannst du noch mehr. Du könntest aber auch vom Magier die Fähigkeiten holen. Das ist noch die Frage, ob dann... Genau da oben bei den Zauberer, Hexenmeister, Magier, da kannst du dir anklicken und dir quasi Spells aussuchen von den anderen Klassen. Ja, tolle Physik hat das Game auf jeden Fall. Oder? Finde ich aber cool. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. Was? Dass man die so stapeln kann. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ja, das stimmt. So, und jetzt muss die irgendjemand anzünden. Die Fässer. Also, na, ich würde David sagen, irgendwas Magisches auf jeden Fall. Aber ich kann mich nicht wirklich entscheiden, was. Vielleicht solltest du vorher da weggehen. Alles gut. Nee, du brennst und hast nur 11. Bei allen Zaubern Intelligenz. Welche Zauber habe ich denn? Alles ich gut, sagt er. Ja, wirklich. Aber Zauber brauchen ja eigentlich großteils immer Intelligenz und nicht Charisma, ne? Nee, bleibt alles. Schade. Ah. Dafür hat David sein Leben riskiert. War das jetzt? Ah, Vision hat dieses eine Fass hier noch gefehlt. Okay. Das, was hier draußen liegt. Vizemagier. Dann hat es funktioniert, scheiße. Jetzt haben wir alles verkackt. So, jetzt kann ich nochmal was aussuchen, oder was? Hier nochmal 2. Aber von hier, oder? Von hier unten kam er, ja. Also müssen wir eigentlich da in den Raum weiter, wo Peiler war, oder geht's hier überhaupt weiter? Da geht's weiter, ja. Ich wollte den Heiltrank hier noch mitnehmen. Weil du bist Magier, ich würde nicht die gleiche Klasse nehmen. Dann mach doch lieber. Oder bist du Zauberer? Nee, du bist Magier. Dann nimm doch lieber Magiesprüche von Zauberer. Weiter drüber. Wir können auch dahin. Das hat wieder was mit Charisma zu tun, ne? Achso, ja, und Hexenmeister? Was macht der? Da ist auch noch eine Tür. Wollen wir die erstmal öffnen? Da ich nur 12. Und halt... Oh! Ja. Bin in der... Nee, da nicht. Alles gut. Deswegen, wenn ich halt in meinem Bereich bleibe... Ja, kann ich halt mir nur das dazu aussuchen, stimmt schon. Dadurch habe ich den Nachteil. Da ist ein großer... Aber hast du ja auch, wenn du jetzt leichtfüßig nimmst oder sowas, fette Frau hast du ja auch nur die eine Sache, sag ich mal. Ne? Aber halb, also Ork. Also ja, aber da wär's, glaube ich, elementarer bla 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 ganz oben. Oder kampferprobter Zauberwirker, kannst du es vorletzen. Dann wär erstmal kurz hier, bis sie kommen, oder? Ja, ich würde sagen, wir warten erstmal. Aber ich würde, glaube ich, mit dir quatschen, weil er ist ja ein Ork. Ich bin ja halb Orki. Du
bist bei Rettungswürfen. Du kannst gerne mit der quatschen, wenn sie bereit ist zu quatschen. Konzentration. Ah, Vollmer, okay. Auf einen zauberen Vorteil. Du kannst. Aber Stufe 4. Was für eine Stufe haben wir? Ich glaube, wir sind 4. Okay. Oder sind die Gegner immer dem Charakter angepasst, sag ich mal? Oder halt oben war auch noch was mit Elementar. Da kannst du dir ein Element aussuchen. Und dann ist es egal, ob ein Monster dagegen Resistenzen hat oder nicht. Das heißt, wenn du sagst, du nutzt immer nur den Eiszauber oder den Schockzauber. Und ich kann außerdem keine 1 würfeln, okay? Also jetzt kann ich verstehen, warum wir mal zwei Ork-Männer erwischt haben beim Sex, statt deine Frau dabei war. Weiß es doch nicht, David. Weil die Frauen sind echt nicht so hübsch hier. Bei den Orks. Eigentlich ergibt der ganze Rest für meinen Charakter nicht wirklich Sinn. Schönheit liegt zwar im Auge des Betrachters, aber auch jeder Betrachter hat seine Grenzen. Was? 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 Oder zielgenauer Zauberschütze, was macht denn das nochmal? Auch ganz unpasst. Mit. So, sind wir wieder da. Sehr gut. Warte, nicht bewegen, Leute. Speicher erstmal bitte, David. Perfekto, vielen Dank. Ich habe mir überlegt, dass Shaolin hier auf die Leiter mal hochklettert und so ein bisschen im versteckten Modus abgeht. Und ob Pyler vielleicht ihn mal verzaubern möchte? Nein, okay. Und dann würde ich erstmal mit dem Quatsch jetzt aus in der Leibwache. Ich glaube, wir müssen die Leibwachen wegkillern. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Vollmer, ja. Bin weiterhin versteckt. Alter, der sieht mich aber soll hier oben. Soll ich den nur unsichtbar machen? Oh, okay. Nee, der ist schon oben. Aber siehst du vielleicht hinter der Wand noch irgendwie ein paar Gegner rumsitzen? Nee, gerade nicht. Okay. Ist Alena. Haben wir in den Regalen gewühlt? Hier noch nicht, weil hier ist ein Gegner. Ja. Geh doch erstmal, versuch erstmal mit denen zu quatschen. Vielleicht müssen wir den ja gar nicht töten. Gut, dann geh ich hin und quatsch erstmal mit denen. Ja, ich bleib hier oben. Ey. Minus 5 für dich. Okay. You don't have permission to be here. You're about to be ejected. Okay. Also sollte ich nicht mit denen reden? Aber einfach angreifen? Ich habe ja das Gespräch mit den anderen beiden Dicken und das Horn. Oder wer hat das Horn jetzt in der Tasche? Versuch sie doch davon. Naja, er kann jetzt da nicht raus. Versuch sie doch davon zu überzeugen. Okay, einschüchtern, täuschen, überzeugen. Mach den Überzeugen. Hier habe ich plus 2 bei einschüchtern. Den einschüchtern, oder? Ja, klar. Ist ja dein. Der eine Punkt. Alter, was? Schwierigkeit 2 und 20, Alter. Du musst jetzt eine 20 würfeln, Digga. Können wir noch einen Bonus drauf tun? Nee. Warte. Warte mal, ich habe auch einen Bonus. Was? Okay, ich habe einen Bonus reingesetzt. Hallo, die Waldfinder denn? Ich glaube, ich würde zu kacken. Bin ich beglückt, Freunde. 3. Du musst eine 20 würfeln, Alter. Ich kann gar nicht hingucken. Nee, muss er nicht, aber... Na doch. Nein, er hat doch noch 1 plus D4. Ja! 24, geil! Nice. Ah, hast du nicht richtig gesehen, wa? Die? Wurde mir nicht angezeigt. You've convinced them to give you access. Now what? Ah, cool. Okay. Jetzt dürfen wir weiterlaufen. Okay. Okay, sie dreht sich einfach um und wir dürfen laufen. Dafür können wir jetzt aber nicht looten, ne? Probier's mal, sonst greifen wir sie an. Oder? At the ready. Reden können wir noch mit ihr. Nimmt mal irgendjemand aber was? Wir dürfen an nichts weiter ran. Warte. Glauben wir irgendwas von ihr? Warte mal. Ich kann versuchen, Taschendiebstahl bei ihr zu machen. Okay, du bist sehr klein und sie ist sehr groß. Das wäre ich mein eigentlich kannst du in die Hosentasche gleich reinhüpfen. Ja. Ist nichts zum Stehlen. Nicht mal dieser hässliche Stab? Nö. Nee. Ich denke auch nicht, dass jetzt die Masse an geilen Sachen liegt, aber hätte sein können. Hier geht's, also entweder, hier geht's weiter. Dann wollen wir einfach weitergehen und Danke sagen, dass ihr uns durchlässt. Na dann.
laufen einfach weiter. Ich meine, wir haben, wie gesagt, wir haben ja das Horn. Nicht, wenn wir die jetzt töten, dass die beiden, wenn ich das Horn doch benutzen sollte, die dann kommen oder die drei, dann vielleicht nicht mehr mit uns kämpfen, sondern auf einmal gegen uns. Weil wir halt ihre Mutti oder ihre Frau umgebracht haben oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, es war ein Schwur. Ein Schwur geht über Blut und alles andere. Ah ja, okay. Wo seid ihr hin? Hey, David. Weitergelaufen. Ja. Nach links oben. An kommt die, an ich weiß vorbei, ja nicht, oder was? Ja, hast du ja, nicht wieder irgendwas durchgelesen, oder was? Ja, ich war ja mit... Wunderbar. Achso, ihr wart doch einmal weg bei mir. Wie, du hast uns die ganze Zeit nicht reden gehört, oder was? Doch, aber ich habe euch auf der Karte nicht mehr gesehen. Ihr wurdet mir nicht mehr als Punkte angezeigt. Da Angst, dass ich wo falsch anbiege. Das ist ja klar, wenn wir weiterlaufen. All diese Dämonenplatten lassen sich wohl drehen. Schön überall Licht anmachen, Leute. Wenn wir kämpfen müssen, ist das nur ein Vorteil für uns. Die lassen sich drehen, okay. Ich probiere mal was. Ich will ausmachen. Was mache ich aus? Nee, David. Okay, das ist automatisch so gekoppelt, oder was? Ja, aber die Frage ist ja, wie muss der ganze Bums sein? Da ist ein Hebel. Türe 1 zum Beispiel voll. Ich kann das hier noch voll machen. Ich kann das Schloss hier knacken. Okay. Jo, geschafft. Wolltet ihr gerade zur Hand gehen? Nö, alles. Ich glaube, du musst es so drehen, dass die vier Löcher in der Mitte sind. Okay. Der Hebel ist frei. Ich könnte den Hebel ziehen. Das ist ein Rätsel. Die gehe hier auf den Boden. Ja. Ich muss gleich erstmal ein Rätsel lösen. Aber hier ist doch gerade eine Tür aufgegangen. Ob ich hier was in der Umgebung finde. Aber hier ist doch gerade eine Tür aufgegangen, oder? Ja, irgendwo, ja. Ich glaube, so sieht's richtig aus. Ja, so sieht's auf jeden Fall parallel zu allem aus. Hier. Genau, hier hinten geht's weiter, oder? Johnny? Ja, hier ist mich auch, haben wir das ewige Feuerzeug bei, oder? Leute, geht mal weiter, oder? Ja, Philosophie. Ich bin noch nicht weiter, ich war noch nicht in der Umgebung rum. Deswegen laufe ich hier einmal nur außen rum. Aber ich bin gleich fertig. David, nimmst du da mal das Buch, was da unten liegt? Hier ist nix. Gehen wir mal rüber. Hier bei mir liegt ein Buch. Wenn ihr Alt drückt, dann seht ihr das. Nee, ich drücke Alt, ich sehe nichts. Hier, komm doch mal rein. Komm rein, ja. Okay. Hier. Ach so, da, ja, ich komme. Okay. Kannst du mit dem Buch irgendwas machen? Nö. Nee. Schade. Aber 15 EP haben wir gerade irgendwie gekriegt. Jo. Nein, das auch 15 EP. Okay. Ich bin in einem Dialog, Leiter. Also, ja, wir sind auf die Leiter runter, wir sehen es gerade. Ja. Okay. Oh, ziemlich tief. Alter Falter. Ist nicht abrutschen, Digga. Aber du bist ein Zwerg, du magst ja tiefe Sachen, oder? Guck mal, einhändig. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Dialog, sagt er. War ja ein Monolog. Okay, hinter euch liegt eine Fackel. Soll ich dich mal unsichtbar machen? Du schleichst mal vor, um zu gucken, da unten, Alex? Oder wollen wir wirklich da runterlaufen? Wir laufen da runter, weil, wie gesagt, mir bringt's nicht, wenn Alex vorne steht. Ich müsste vorne stehen. Alex ist nach dir der andere, der im Nahkampf groß Schaden machen kann. David und ich sind mehr im Hintergrund, obwohl David auch anders Schaden noch machen kann als ich. Ja, wollen wir das hier erstmal looten vielleicht alles? Ihr seid ja schon dabei. Hinter euch liegt immer noch die Fackel, aber ist okay. Genau, mitgenommen hier. Ich hab doch eine Fackel im Inventar. Ach, kannst du ja trotzdem alle mitnehmen, können wir doch verkaufen, das Ding. Gut, dann geh mal vor. Na, warte doch mal, ich will dir das Schloss erstmal knacken. Richtig. Aber. Dann bleib ich hier. Die Kerzen an.
Leben die Jusen. Nice. Jo. Ist offen. Ich guck auch extra weg, um dich nicht nervös zu machen, ne? Hab mich extra umgedreht. Alles gut. Easy peasy. Und Mr. Krabs ist auch am Start. Hier, könnt ihr looten, da die Truhe. Ja, wir rennen schon weiter, okay. Hier, wenn ihr nur alt, eine Kiste. Wenn ihr alt drückt, da liegt ein leichter Hammer, Lederstiefel, Großschwert. Die musst du mal bitte knacken, die Truhe, wenn du reinkommst links. Oh, okay. Die ist verschlossen. Okay. Ist die Jusen deswegen wenig weiter? Wurde von uns eigentlich erwartet? Das wusste ich nicht. Ja, ist offen. Okay, gut. Das oh, das da ist jemand auf uns zugerannt. Wir hatten das Tor aufgemacht. Ich hab, wer ist auf uns zugerannt? Oh, hast schon mitgenommen. Ja. Ach, da! Das Tor ist aufgegangen und hier ist. Ein Minotaurus greift uns gerade an. Wo kam jetzt die Tür her? Die Tür wurde aufgemacht. Jemand hat den Hebel. Hier, komm. Ich hab keinen Hebel gemacht. Wir gehen runter. Da greift Minotaurus an. Ja, warte, ich überleg gerade, was war. War ein Geheimraum. Aber eigentlich ja, kann doch ich doch hier. Pfeiler. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg, die Tilloma. Wollte doch bloß für alle mal mitteilen, dass wir einen Geheimraum gefunden haben. Kampf beginnt. Wo steht der da hinten, wa? Da hinten, ja, okay. Ja. Durch das Gitter, ja. Wie viel hatten er? 24 von 84 nur. Ja, aber ich weiß nicht, wie schwer der zu killern ist. Soll ich erstmal irgendwas dahin sprühen? Okay. David hat sein Feuerpfeil schon verschossen. Können wir töten, können wir den. Ja, kein Feuerpfeil. Einfach angreifen, sagst du, oder was? Ja. Einfach töten, das Vieh. Bam. Machen wir dann Schicket. Der hat nur noch 3 Leben, Leute. Nur noch 3. Ja. Nee, scheiße. Kann nicht so weit laufen. Pfeiler für 3 muss jetzt Alter. Aber auch den Zauberspruch nehmen, der 2 Dinger verbraucht. Aber die Statuen sind anscheinend auch Gegner. Ist egal, ich komme nicht ran. Ja, aber wie gesagt, wenn er 3 Leben hat, brauchst du jetzt nicht einen Zauberspruch Stufe 2 mit. Ich hab doch nur geguckt. Aber wie gesagt, ich kann eh nichts machen, von daher viel Spaß. Na, wieso mit Pfeil und Bogen kannst du auch drauf schießen? Nee. Reichweite ist nicht weit genug. Ja, du musst ein Stück einfach zur Seite gehen. Könnt ja von hier hinten auch drauf. Digi, ich kann nicht mehr laufen. Achso. Das ist das Problem. Ich müsste halt bis vors Tor gehen, damit der Pfeil oder ein Zauberspruch von mir treffen. Dann. Aber es geht nicht. Ach, nee, Pfeiler, wie gesagt, da wo ich stehe, habe ich ja auch getroffen. Du müsstest einfach nur ein Stück rüber gehen. Manchmal sagt er dir einen blöden Weg an. Ja, aber ich kann nicht laufen, Digi. Ja, das wusste ich ja nicht. Jusen kann jetzt das töten. Jo. Wir liegen eh am Boden. David, am Boden. Und wir sind gar nicht so weich, wie ich mir gedacht habe. Nice. Der hat gar nichts am Stüssel, meine Nüsse, der Hund. Okay, bevor wir jetzt weiterlaufen, wollen wir kurz, hier ist ein Wegpunkt. Oh. Was jetzt? Ich hab nur eine Statue angegriffen. It's been a long day. Könnten wir vielleicht erstmal looten, bevor wir irgendwas angreifen? Ich glaub, ja, nicht mit Absicht. Naja, das glaube ich dir nicht. So, ich habe einen Helm des Niederstreckens gefunden. Kann mal einer gucken, wer den braucht? Der ist mittlere Rüstung. Wo ist denn der bei dir? Ganz unten, oder? Ah, ja, irgendwo im Inventar. Muss so ein bisschen scrollen. In der Höhe des Charismas. Ich weiß nicht, wer Niederstreckenzauber hat, aber Zauber ist ja höchstwahrscheinlich Pfeiler, oder? Boah, ich vermute. Pfeiler, kannst du mittlere. Nahkampf.
ist ein Niederstreckenzauberpeiler. Aber ich habe keine mittlere Rüstung, Digi. Ich bin Zauberer. Ich habe leichte Rüstung. Bist ja, du? Und wäre für ihn unpraktisch, glaube ich. Das hätte, müsste ich beim nächsten Leveln als Talent mit dazu nehmen, mittlere Rüstung. Dann kann ich die auch tragen. Aber sonst, nö. Leider nicht. Lusen könnte sie tragen. Der Ecke. Ja. Naja, dann eher du. Du hast ja noch Niederstreckenzauber, dann nimm du ihn. Du hast ja eh noch keinen Helm. Und zieh ihn einfach an, den Ding. Hier geht's nach oben und hier geht's nach unten. Schädliche Dämpfe. Eieiei. Okay. Juti. Dann gucke ich da oben nochmal. Wir haben da oben einen geheimen Raum entdeckt. Kommt, wollt ihr nochmal. Wollen wir hier nochmal gucken? Da war auf jeden Fall eine dicke Kiste, ja. Ja, die habe ich schon aufgemacht. Da habe ich den Helm gefunden. Yo, Drehkreise. Hier ist eine Falle. Ich entschärf die, warte. Mehr ist da nicht. Das wird knapp. Ich hab fein Entschärfungswerkzeug gefunden. Ja, ich hab ich doch 13 Stück, Digga. Die Falle. Ich hab nochmal einen. Falle ist entschärft. Bei Alex dann ist Inventarschloss. Jetzt kann ich das Schloss knacken. Achso. Ja. Jetzt schießen wir aufs explodierende Fass. Nein, tut's nicht. Okay. Geöffnet. Alter. Jo, nice. Da ist eine coole Rüstung bei gewesen, wa? Mhm, eine mittlere Rüstung. Ja, die kann, glaube ich, David vielleicht nehmen. Oh, und die würde ich die übertragen wollen. Okay, kann auch mittlere Rüstung. Dann nimm du die. Ich weiß nicht, ob meine gerade die besser ist. Ja, aber so eine Schockwelle, wenn ich jemanden Schaden zufüge, ist schon ganz geil irgendwie. Ja, aber du musst gleißenden Schaden bewirken. Ja, machst du gleißenden Schaden? Ach, gleißenden, ich hab gleißenden. Was ist ein gleißender Schaden? Schaden über deine Art ist wie Säure und Feuer. Achso, der müsste Paladin die eigentlich tragen. Aber der kann ja keine mittlere Rüstung tragen, der Junge. Denn du, David, ja. Was hast du da für ein hübsches Ding an? Nein, das ist eine Schadensart, gleißender Schaden. Die kannst du auch machen. Mit Fähigkeiten. Musst du mal über deine. Frage, ob er es hat. Ja, ne, muss er mal über seine Fähigkeiten drüber hovern, ob er gleißenden Schaden macht. Aber ich glaube, da muss er, bei mir heißt es Zaubersprüche. Ja, Juso, machst du. Und oben in der Mitte machst gucken, du, oder? Hast du sogar bei dein lenkendes Geschoss. Aber nur eine Sache bringt ja dann auch nichts. Na, ist doch immerhin besser als nichts. Oh. Ja. Und deine Flamme macht das auch, deine... Nummer 2. Gut, dann zieh ich sie jetzt an, fertig. Ja. Ich merke schon, bei Alex wird die Lunte schon ganz kurz langsam. Ach, schon bei, glaube ich, schon seit der ersten Runde. Schon seit wir das Spiel gestartet haben. Aber muss er auch, der ist der aggressive Zwerg, der verlogen und fies ist. Ich bin der dumme Kämpfer. War das jetzt eine Beleidigung oder ein Kompliment für ihn? Ich bin der dumme Kämpfer, das gebe ich offen und ehrlich so. Und ich glaube, das bestätige mich immer wieder in diesem Rollenspiel hier. Hm. Was? Gut. Mich nicht sagen. Ich bin direkt hinter dir. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Du kleiner Dieb. Alter. Oh, was passiert hier? Alter, stehen bleiben. Alter, Falter.
Stimmt denn mit denen nicht? Oh, jetzt. Er sagt's doch. Wieso, was hab ich denn jetzt gemacht? Ey, du hast die Schüsse noch zu mir gelenkt. Ich war hier hinten links in Sicherheit. Naja, dann bleib doch nicht stehen. Ja, gut. Ihr helft mir nicht auf, weil ich bleib hier einfach tot liegen. Ach so. Naja, jeder, der das von uns versucht, wird wohl sterben. Nee, hier unten schießen sie ja nicht mehr drauf. Alex hat ja die Schüsse hierher gezogen. Stand ja hier unten, dachte ich schon sicher. Dass er mit explodierenden Steinen ankommt, wer soll ich denn das wissen? Nicht um zu denken, sondern zu lenken. Danke. Oh, er ist im Gespräch, Paul ist im Gespräch. Und hier ist noch ein Drachen. Aber nicht mit Absicht, also. Alles gut, IP. Ist auch drin. Ich hab gedacht, wäre eine Pflanze oder so. So, ich bin wieder da. Oh, Fehlschlag, na klar. Achso, seid ihr schon im Kampf oder was? Jo, also falls du noch mit reinjoinen willst, wäre chillig. Wuchtresistenz ist, hat der User, ne? Ich, ja. Ach ne, Wuchtschläge gegen die Kreatur geben doppelt Schaden bei ihm. Ich hoffe immer noch, dass mein Schwert als Wuchtwaffe gilt. Nee, wir dürfen ihn nicht mit Hiebzauber und Hiebangriffen angreifen. Es müssten eher, es muss Wuchtschaden machen, wenn du vor ihm stehst. Dann machst du doppelten Schaden. All anderer Schaden, der Hiebschaden macht, halbiert sich, wenn du ihn angreifst. Okay. Aber Schaden ist Schaden, denke ich mir gerade. Wo ist denn der Minotaurus? Hier, hinter der Brücke. Da oben. Er sagt direkt vor ihm, das ist eine Fettpfütze, Alex. Und halt eine. Er steht auf der Eis. Nennt man denn noch Pfütze, wenn sie gefroren ist? Ich glaube nicht, oder? Fläche. Eine Eisfläche. Hm, nein. Ah, cool. Wisst ihr, wo meine Krabbe ist? Noch außerhalb. Ja, laufen oder nicht? Nö, die ist nicht hinterhergelaufen. Die steht noch oben bei der dicken... Troll. Ja, bei der jetzt muss ich hinterherlaufen mit dem. Ich hoffe, die greift mich nicht an. Nee. Schön. Da, wo das Gespräch ist, erst das Gefühl haben. Okay, krass. Ja, jetzt muss die den kompletten Weg... Ich muss das auch selber machen, ne? Also ist ja nicht... Jetzt neben dem Kampf schnell mit meiner Krabbe bis zu euch laufen. Super. So, Alex ist fertig, okay. So, dann gehe ich noch ein Stückchen vor, würde ich sagen. Komm, und beende meinen Zug. Am besten kurz vor die Fett. Okay, was macht der da? Ah klar, die kommt die Leiter nicht runter, Leute. Okay, also Alter. Hätte ich sie eh nicht hinterher schicken können. Das sind zwei, Alter. Ja. Ich müsste springen, dann stirbt sie, oder? Okay, krasser Scheiß. Das Ding ist, ich komme jetzt auch nicht so nah an die Viecher ran, leider. Es geht? Oder? Nee, ist gestorben. Warum kommen die denn nicht zu uns? Haben keinen Bock. Bisschen scheiße? Macht man denn dann? Hier ist stark, scheiße. Bist du an dem dran oder was? Weil, wenn wir das Feuer auf dem Fettfilm entzünden, geht das 10 Runden. Bleiben die dann 10 Runden da oben stehen? Ich weiß nicht. Wer kann jetzt noch angreifen? Ich. Ich auch. Ich kann mich nur bewegen oder heilen. Ja, mach ich. Und jetzt? Und der nächste Angriff mit Glück mehr Schaden. Achso, du musst die Person, die schießt. Okay, du hast sonst immer andersrum gemacht, ne? Auf den Gegner. Das geht auch, ja. Um den Gegner zu treffen, muss ich auf jeden Fall dich daran.
Ich habe ihn nicht getroffen. Okay, ich gehe jetzt noch ein Stückchen rein und versuche dann vielleicht über den Ölfilm zu springen, damit ich näher rankomme. Also dann probierst du mal die Dorn aus. Wenn du das Dorn-Dings da machst, wo die oben stehen, rennt der andere wahrscheinlich gleich auch noch durch. Das hält ja 10 Züge und dann müssen die da erstmal durchlatschen. Welches Dorn-Ding meinst du? David. Du hast Pilar gerade neu als Fähigkeit dazu bekommen. Achso. Aber dann mache ich meinen Plan trotzdem, würde ich sagen. Du meinst das die Dolchwolke oder was? Hm. Okay. Oh, würde ich ihn treffen mit. Dann mach mal. Ja, wenn du noch ein bisschen weiter links machst, dann läuft der andere. Ach so meinst du? Genau, dann ist es abgesperrt und. Wir können das mal ausprobieren. Jo. Alter, Dolchwolke, Eisfläche, Fettfilm. Ja, David, du solltest dich mal heilen, auf jeden Fall. Wenn du noch eine Aktion übrig hast. Nee, ich habe noch einen Buff, dass ich in 9 Runden nicht mehr angegriffen werden kann. Achso, okay. Fuck, Jusen. Ah, okay. Oh. Oh ja, jetzt hättest du eher hier stehen müssen. Alter, Alex ist gleich hin. Die können springen, die Viecher. Oh, jetzt läuft der läuft außen rum. Kann er ja gerne machen. Oh fuck. So, jetzt kann ich eigentlich wieder zurückkommen. Oh, ich versuche es mal so weit weg, wie ich kann. Na, erstmal springen. Nein. Und dann Hill doch mal, Alter. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, nicht Jusen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ist weggelaufen. Leila, ja. Naja, soll ich vor ihm stehen bleiben, oder was? Naja, die ist meine Einheit tot. Aber wenn du wegläufst, hat er doch einen Angriff ja, frei. Ja, das ist für ein Glück, ja. Digga. Was soll ich machen? Nicht Rückzug als Aktion. Wartet. Ah, das zählt als Angriff. Scheiße. Ah, ich kann mich nicht ausreichend bewegen. Scheiße, kann ich nur einen Pfeil drauf schießen vielleicht. Wow. Ganz stark, Jusen. Ganz stark. Ja, klar, dass er mich angreift, der Penner. Da rennt er nur weg. Wir haben nicht gespeichert, oder? Bei der Frau ganz am Anfang. Wollten wir jetzt nicht von müssen. Ey, wir sind außerhalb des Kampfes, oder? Nee. So, wo ist jetzt der andere? Der ist jetzt wieder zurückgelaufen. Vielleicht. Das ist auch clever. Nochmal Erleuchtung. Tanzen der Lichter. Oh. Klar, David, treffe ich auch noch mit. Vielen Dank. Ich mach nicht mehr. Weglaufen kann ich ja nicht. War doch gut. Auf die Fresse. Zumindest hast du ihn mehr abgezogen als David, das ist okay. Theoretisch kannst du, glaube ich, da war jetzt kein roter Pfeil. Ich glaube, du kannst weglaufen. Geh mal. Nee. Okay, ich mach's. Geht auf Davids Kappe. Ja, klar, jetzt geht's, oder was? Wollen wir vorhin. Ja, wie gesagt, du hast immer einen roten Strich zwischen dem Gegner, der dich angreift, und dir. Auf Boden gucken, genau, wenn da ein roter Strich ist. Okay. Wenn sich so zwei Pfeile angucken. Dann stand ich wohl im falschen Winkel vorhin. Und jetzt ist ja der Rücken zu dir. Klar sieht er dich nicht. Oh, Kampfräusch ist vorbei. Okay, was passiert jetzt?
Reaktion. Einmal pro Runde. Ich kann schützendes Flackern einsetzen, spontan. Lass einen Angreifer im Nachteil sein, sodass ein Angriff möglicherweise scheitert. Klingt doch schon gut. Mach das doch. Okay. Alter, klar, Alter, warum tötet er mich, ey? Na, es war Flächenschaden. Dabei standest. Schön, schön, schön. Mann, der rennt immer zu weit weg, sodass ich nicht angreifen kann, glaube ich. Ja, Mann. Bin gleich wieder da. Alex, wenn du Shift gedrückt hältst, dann siehst du die Gegner, wie sie sehen, ohne im Schleichmodus zu sein. Shift. Und wenn man Steuerung gedrückt hält, kann man sich drehen. Na, ich bin tot, ich sehe es leider nicht. Achso, ich helfe dir erstmal auf, wa? Nee, du, am besten kämpfst du, Yuzi. Warte, ich hau den erstmal weg. Nichts kann. Kannst du ihn mehr zu mir boxen, das wäre mega. Dann könnte ich einen Nahkampfangriff noch auf ihn machen. Ja, ich kann nicht weggehen, das ist das Problem. Deswegen, ich kann den leider nur hitten. Na, hit ihn. Mal gucken, vielleicht hätte ich ihn. Er hält. So, weglaufen kann ich nicht. Scheiße, er liegt nicht. Okay. Na, dann helft mir hoch, Jusen. Dann kümmern Pyler und David sich um den da und wir kümmern uns um den, der da vorne kommt. Dann stell dich schon mal vor mich am besten noch, also ungefähr hier hin. Und dann kümmern wir uns beide schon um den nächsten, der da kommt. Könnt dem Typen einen Schwächezauber um die Ohren feuern, dann macht er nur einen halben Schaden, wenn er dich gleich angreift. Okay, so machen wir das. Deine Kugel kannst du hinten nicht im Feuer spawnen, dass das schon mal brennt, dass er wenigstens brennt, hierher rennt. Bin viel zu weit weg. Okay. Wo läufst du jetzt hin, Jolie? Na, ein Stück weg, dass der mich nicht gleich wieder angreifen kann, der Typ. Sondern vielleicht Fern, nicht. Ist denn flammende Speere? Ne, ich hab den, glaube ich, gar weißt nicht. Weißt du, der hier oben. Wenn der jetzt hier runtergesprungen kommt, nicht, dass wir wieder beieinander stehen und mich der wieder hittet, weißt du? Ja, okay. Deswegen laufe ich ein Stück weg von dir. Ansonsten mach das mit dem Necro. Oder halt, was macht das Eis? Obwohl, das könnte mich wieder treffen. Du könntest da ausrutschen, genau wie beim Gift. Dann probier den Necro sauber aus. Kalte Knochen. Kann auch weiter abhauen. Ja, irgendwie leicht erhöhte Position oder so. Natürlich. Du Wichser. Bin da. Oh, ich kann weglaufen von dem. Weil ich habe einen Säurefall, der könnte 24 Schaden machen. Aber auch nur könnte. Ich mach mal einen Nekroschaden auf den Warp. Shaolin. Was willst du machen? Hier, David. Nekroschaden. Oh, von mir aus. Probier's. Bei mir würde der Feuerpfeil wohl am meisten Schaden machen, aber für alles andere muss ich zu dich dran laufen. Hart sind maximal 10. Also David. Wie viel hat er? 24. Entweder klatschen du weg, aber lass bitte nicht mehr als 10 Lebenspunkte übrig. Und dann ich hab nur 60% da, wo ich stehe. Naja, komm. Ey, ich trau mich. Ich geh dich daran. Ich trau mich.
Also immer noch 60%. 9. Oh, shit. Ich habe 70%, obwohl ich fast vor ihm stehe. Schön. 3. Schade. Läuft. Schön. Aber der sieht krass abgefuckt aus, der Typ. Mal gucken, wer aufs Maul kriegt. Ich sag Ike, David. Also ich könnte mich noch selber heilen oder jemand anderes. Das ist die Frage. Ach, ich komme, ich mache einfach einen Trank und dann heile ich. Na, zieh dir rein. Ja, wieso? Ich habe ja noch Leben. Ja, wieso kann ich... dir doch noch einen Trank. Nur falls er dich jetzt angreift. Ja, aber ich kann ihn nicht nehmen, hä? Jetzt schon. Und dann mal gucken. Oh Gott, jetzt bin ich tot. Oh, 60. Gut, dann bringe ich den Dude erstmal um. Und dann belebe ich dich wieder. War ja klar, dass er hier hinspringt, Alter. Aber dir geht's gut, Johnny? Ja, ja, alles gut. Okay, der ist wieder bei mir. Und ja. Bin an keiner erhöhten Position. Ja, das Risiko muss ich jetzt sogar eingehen. Ach komm, als ob das ein Fehlschlag ist, ey. 8 hat er noch, David. Komm halt nicht rauf. Okay, Schaudi, ich probier's mal. Ich versuche mal benommen zu machen. Vielleicht macht er denn erstmal nichts. Oder macht doch das Gift, oder nicht? Das hab ich schon. Das hier? Ja, ist alles okay. Funktioniert? Nee. Hm. Da David getötet. Scheiße. Kann mir irgendjemand kurz nochmal einen Trank vielleicht in mein Inventar kurz reinballern? Ja. Natürlich. Ich habe doch extra ein bisschen mehr nach hinten geklickt, danke. Okay, ah, keine Steuerung, Steuerung kann man sich nochmal umdrehen. Keine Ressourcen mehr, gut. Kann nichts mehr machen. Coole Nummer. Jo, David, ich gesell mich gleich zu dir. Sieht so aus, ja. Meist, mies ist dieses Runterspringen von dem, Alter. Du hast ja keinen Schutz. Ich kann wieder Schutz eines Flackern machen. Gucken, was diesmal hilft. Probier's. Jo, jawohl. Gib ihm! Alter. Oh ne, der hat gebrüllt. Okay. Todeswurf. Okay. Ich bin mal kurz auf Klo. So, der Dude steht jetzt direkt vor mir. Wartepeiler? Er hat jetzt wirklich. Wartepeiler? 4 hat er noch. Komm nur nicht zu David hoch wegen der Säure. Aber warte mal, ich versuche mal zu springen. Ja, springen geht meistens. Nee, kann ich jetzt nicht mehr. Hey. So, aber wenigstens ist der vor dir weg. Aber vielleicht kannst du auf den anderen noch ein bisschen Schaden machen. Bei Yusen. Jo. 5, Alter. Ich könnte auch Yusen vor Schaden schützen. Ja, dann macht er vielleicht nur die Hälfte Schaden. Also wenn er jetzt nächste Mal Yusen angreift, würde er nur die Hälfte, oder egal wen, würde er nur die Hälfte an Schaden machen. Das Ding ist, entweder heile ich mich jetzt, um noch ein bisschen Lebenspunkte zu kriegen, oder ich greife ihn an, kann jemand mich heilen? Nee, ne? Nee, aber angreifen ist immer gut, Yusen. Also du bist ja der Damage-Dealer ist. Ich, Yusen, der macht nächste Runde nur Halbschaden. Vielleicht überlebst du es ja dadurch. Ich versuche es. Fehlgeschlagen. Ach Mann. Nee, aber schwach. Ist schwach. Nee, meins war fehlgeschlagen, Peiler. Ah, okay. Ja, stimmt. Alex hat jetzt steht ja da, hat getroffen. Verursache nur halben Schaden mit Waffenangriffen, die Stärke nutzen, ja. Gut, ich kann jetzt nichts weiter machen. Ich habe überlebt. Geil. Sehr schön. Kannst du jetzt zu David hochspringen, Alex. Ja, dann mach du das. Dann kann ich dann kann ich da angreifen. Heuler, hast du vielleicht noch einen Trank und kannst du es mir kurz ins Inventar geben? Wer ist denn einfach irgendwelche Tränke? Ich hab keine Tränke. 14. Nice. Oh, nice. Achso, die Zauberschriftrolle, Leute, geht auf 9 Metern, ne? Ich hätte auch unten stehen bleiben können. Du hast doch 3 im Inventar, Yusen. Ich hab dir doch welche reingepackt. Aber jetzt stehe ich erhöht. Das ist auch sehr gut. Die waren jetzt nicht bei mir da unten in dem Dings drin, deswegen. Ja.
Nächste Runde kann ich dicke Angriffe machen. Ich stehe sogar erhöht. Dann mache ich mehr Schaden oder treffe besser. Sehr gut. Jetzt müssen wir bloß warten, bis David da ist. Ja. Hey, ich lebe. Ja. Ja, ich habe dich wiederbelebt. Vielen Dank. Der eine braucht Heilung und du brauchst Heilung. Ja, ja. Ja, heile, usen. Usen ist das hier. Vielen nice. Dank. Mehr kann ich aber auch nicht mehr machen. Das reicht doch, ist doch völlig in Ordnung. Ja, ist okay. Der greift ja Usen an, hoffentlich. Und jetzt kriegen wir den nach und nach down. Okay. Ich kann meine starken Angriffe machen. Nein, Alter, wirklich jetzt? 44! Als ob. Jetzt ist er ganz weit weg von mir, ist er kacke. Ey. Oder kannst du ihn. David, kannst du ihn schubsen? Mir. Kannst du ihn schubsen zu mir? Nee. Nee, willst zu du? Wenig Kraft. Wie willst du denn den schubsen? Was mach ich denn jetzt? Er steht vor mir, das heißt, ich komme nicht weg. Nee, David soll ihn schubsen, dachte ich, zu mir die Klippe runter. Ich könnte wieder die Feuerwelle machen, aber dann treffe ich wieder David. David, kannst du mal ein Stück aus dieser Richtung weggehen? Bevor du angreifst? Vielleicht ein Stück. Nee, nicht hinter ihn, Diggi. Das ist genau, wo ich dich treffe. Vielleicht hier. Entweder links zur Säure ja, oder rechts. Kann ich nicht laufen, das oder da in die Ecke. Genau, reicht er auch. Ich hoffe, dass ich dich da nicht treffe. Das ist das Stärkste, was ich habe. Mach 18 Schaden, wenn ich Glück habe. Du hast keine Feuerattacke, oder? Doch. Na, ich weiß nicht, ob Feuer gegen Feuer hilft, aber gut. Um Feuer gegen Feuer ist ein Minotaurus und kein Feuerwesen. Okay. Der glüht so und brennt so deswegen. Hat aber keine Resistenz. Ist die Wut. Okay, okay. Ist die Wut, Jusen. Ich versuche es einfach. Ja. Oh, nice. 12. 12. Jusen, wenn du jetzt eh nichts machen kannst, dann hol mich hoch. Vielleicht. Komm hier halt nicht weg. Na, ihr könnt mich noch heilen, wenn ich mir einen Trank klaue von irgendjemandem. Naja, nee, dann meine Tränke. Ja, aber so weit kann ich auch nicht laufen. Warte, ich hab dir sonst meine drei. Du sie dir danach wieder ja, zurück. Ich hab dir meine drei reingepackt. Ich kann nur so nahe kommen wie möglich, Shaolin. Nee, dann lauf hier hin irgendwie. Lauf da hin, vielleicht kannst du. Hier nicht mit drin? Vielleicht kannst du dann hochspringen. Ist die Frage, ob ich jetzt Schaden mache oder mich heile. Na, dich heilen bringt eh nichts. So viel Heilung kannst du eh nicht haben, dass du überlebst von ihm wahrscheinlich. Gut, dann bleibe ich jetzt direkt vor ihm stehen, ne? Ja. Mal mehr kann ich eh nicht machen. Naja. Mach Schaden. Hätte ich gedacht, dass wir das überleben. Nice. Als ob. Heiler war nicht im Kreis. Ich habe keinen Schaden genommen, glaube ich. Ich hatte doch 21. Ja, du wirst trotzdem vergiftet. Aber ich habe geguckt, wo der Radius eigentlich unter ihm ist. Ja, das ist blöd. Ja, stand aber mein großer C trotzdem noch drin. Er hat doch nur noch 9, ist doch in Ordnung. Daneben, du kleiner Hurensohn. Jetzt hat er nur noch 4. Haut ihn kaputt. Packung, Alter. Haut ihn kaputt. Ne? Als ob Rettungs. Ja, hier muss ein Gib ihm. Jawohl, dankeschön. Oh, super. Wer war das denn gerade? Wer hat den gerade den Minotaurus gekillt? Nicht normal durch die Säure. Leute, ich bin bewusstlos, kann mir einer helfen? Ja, aber schon dabei. Lauf nicht durch die Säure, kann mir einer helfen? Wir sind springen am besten auf. Hat gut funktioniert, Alter. Also, dafür, dass ich nicht gedacht habe, gib dir erstmal deine Tränke wieder. Wollen wir vielleicht eine kurze Rast machen oder sowas? Können wir gerne tun, Digi. Naja. Ich würde eine lange Rast sagen, weil Peiler und ich sind out of. Ja, na dann. Ja, stimmt, out of Zauber. Ja, dann machen wir mal eine lange Rast. Okay. Also, ja.